Was wäre, wenn Deutschland den Euro und die EU verlassen würde? Ist das überhaupt vorstellbar? Die folgende Sondersendung spielt die möglichen Konsequenzen einer solchen Entscheidung durch. Die darin vorkommenden Ereignisse und Handlungen sind erfunden. Wir schreiben das Jahr 2015. Die Absperrungen der Demonstration letzte Nacht stehen noch. Ein Land ist in Aufruhr. Guten Abend und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Ausgabe von Wieso aus Berlin. Die Proteste gegen die Europapolitik laufen inzwischen seit Monaten. Morgen ist der Tag der Entscheidung. Es geht um die Zukunft Deutschlands, ja, um die Zukunft Europas. Denn der Bundestag muss entscheiden. Soll Deutschland raus aus dem Euro, raus aus Europa? Die Kanzlerin hat mal gesagt, scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Morgen könnte dieser Satz tatsächlich Realität werden. Aber wie konnte es so weit eigentlich kommen? Juni 2014. Ein neues Milliardenloch im griechischen Haushalt wird entdeckt. Die Troika der EU erklärt, Griechenland steht vor dem Bankrott. Die Sparpakete sind gescheitert. Oktober 2014. In Spanien und Frankreich bricht die Wirtschaft zusammen. Die Menschen verlieren ihre Arbeit und gehen auf die Barrikaden. November 2014. Brüssel macht Druck auf die Bundesregierung. Angela Merkel stimmt einem radikalen Schuldenerlass für Südeuropa zu. Der deutsche Steuerzahler soll haften. Dies sei der Preis für sozialen Frieden in Europa, erklären die Staats- und Regierungschefs in Brüssel. März 2015. In Deutschland kippt die Stimmung. Die Menschen haben es satt, die Zahlmeister Europas zu sein. Angela Merkel gerät unter Druck. Die Opposition fordert Neuwahlen. April 2015. Die Überraschung. Die Kanzlerin stellt im Parlament die Vertrauensfrage. Der Bundestag soll entscheiden, ob Deutschland die EU verlassen soll. Doch kann Deutschland ohne die EU erfolgreich sein? Noch weht die Europaflagge über dem Reichstag, aber wer weiß, wie lange noch. Nicht mal mehr 24 Stunden sind es bis zur entscheidenden Abstimmung hier hinter mir im Reichstag. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn die Abgeordneten sich tatsächlich gegen Europa wenden? Darüber wollen wir heute Abend ausführlich berichten und anfangen wollen wir mit einer Geschichte, die zeigt, wie kurz Deutschland schon vor radikalen Veränderungen steht. Denn Wieso-Reporter decken auf, dass die Vorbereitungen für einen Austritt aus der Eurozone längst begonnen haben. England, vor den Toren der Kleinstadt Lorton. Wir folgen der Spur einer Story, die Geschichte schreiben könnte. Hinter diesem Hochsicherheitszaun arbeitet De La Rue, das größte Gelddruckimperium der Welt. Was hier geschieht, könnte jeden von uns betreffen und gehört zu den bestgehüteten Geheimnissen der Finanzwelt. Unsere Geschichte beginnt mit dem unglaublichen Interview einer Finanzexpertin im englischen Fernsehen. Gestern sagte der deutsche Vizekanzler, um die Euro-Krise zu beenden, dürfe es keine Denkverbote geben. Natürlich wäre es rechtlich problematisch, aber letztlich ist es ein Anruf bei einem Gelddruckunternehmen, oder? So schwer ist das nicht. Im Klartext, Deutschland wird den Euro verlassen, wenn es hart auf hart kommt. Ein Fernsehinterview mit politischem Sprengstoff. Was steckt hinter dieser Aussage? Kann man sie ernst nehmen? Wir beginnen zu recherchieren. Wer ist diese Pippa Malmgren? Weiß sie, was sie da sagt? Wir finden heraus, dass die Finanzexpertin fast 10 Jahre lang die Deutsche Bank beraten hat. Und 2 Jahre lang den US-Präsidenten George Bush. Sie genießt einen exzellenten Ruf in der Branche. Wir nehmen Kontakt zu ihr auf. Doch unsere Anrufe werden zunächst von ihrer Assistentin abgewimmelt. Thank you. Also alles nur heiße Luft? Plötzlich aber antwortet Malmgren und legt nochmal nach. Sie schreibt, ich glaube, dass Deutschland bereits mit dem Drucken von neuen D-Mark begonnen hat.
Und weiter, es scheint so, dass man bei De La Rue bereits damit begonnen hat. Es ist nicht schwer festzustellen, wie viele Lastwagen die Fabrik verlassen. Sollten bei De La Rue tatsächlich wieder D-Mark vom Band rollen? Und sind diese Banknoten vielleicht schon auf dem Weg nach Deutschland? Wir schreiben an den Hauptsitz der Firma im britischen Basingstoke und erhalten die erwartet formelhafte Antwort. Sie werden verstehen, dass wir unseren Kunden Vertraulichkeit zusichern. Wir bitten Sie daher zu entschuldigen, dass wir Ihre Fragen nicht beantworten können. Unsere Recherche tritt an diesem Punkt über Wochen auf der Stelle. Bis wir 3 Monate später ein Fax erhalten. Ein Insider meldet sich. Ein angeblicher Mitarbeiter der Firma De La Rue will auspacken. Seinen Namen nennt der Schreiber zunächst nicht. Bald darauf aber schickt er uns eine Kopie seines Konzernausweises und bietet ein Gespräch an. Wir treffen ihn in der Bankenmetropole Frankfurt am Main in einem Hotelzimmer. Wir filmen ihn zunächst mit versteckter Kamera. Come in, please. Der Mann übergibt uns einen USB-Stick. Schließlich überreden wir ihn zu einem Interview. Ich weiß nicht, ob Deutschland die EU verlässt. Ich bin kein Politiker. Ich weiß nur, dass wir in der Firma jede Menge D-Mark drucken. Ich dachte, das sollten Sie wissen. Zurück im Kamerawagen überprüfen wir den Stick. Ein Film ist darauf und ein Dokument. Beides verschlüsselt. Wir ziehen einen IT-Spezialisten hinzu. Auch er hat Schwierigkeiten, die Dateien zu öffnen, die der Informant uns zugetragen hat. Das ist verschlüsselt. Es dauert wohl einen Moment. Es dauert mehrere Stunden, bis er das Passwort und eine zusätzliche Verschlüsselungssoftware geknackt hat. Die Arbeit aber wird belohnt. Der Film hat es in sich. Deutsche Mark werden gedruckt. Das Video scheint erst kürzlich aufgenommen worden zu sein. Es gibt Indizien dafür, dass das Material aktuell ist. Vermutlich vom Februar 2015. Und dann das Dokument. Es ist ein Vertrag zwischen der Deutschen Bundesbank und De La Rue. Daraus geht hervor, dass für den Druck der neuen deutschen Mark die Druckplatten an die aktuellen Sicherheitsstandards angepasst werden sollen und dass die Lieferung von zunächst 250 Milliarden NDM in 5 Tranchen erfolgen soll. Wir schicken den Vertrag an das Bundesfinanzministerium und bitten um ein Interview mit Wolfgang Schäuble. Ohne Erfolg. Ein Verdacht drängt sich auf, der die Abstimmung im Bundestag im neuen Licht erscheinen lässt. Ist es in Wirklichkeit längst beschlossen, dass Deutschland die EU verlässt? Natürlich hätten wir heute Abend gerne mit der Bundeskanzlerin über das gesprochen oder mit irgendjemandem sonst aus dem politischen Berlin, aber Berlin schweigt heute Abend. Tja, was wäre wenn? Was wäre, wenn wir tatsächlich wieder die D-Mark bekämen? Das ist ja eine Frage, mit der man sich ganz offensichtlich heute intensiv beschäftigen muss. Damals, als die D-Mark abgelöst wurde durch den Euro, da sprachen ja viele vom Teuro, weil gefühlt alles teurer geworden ist. Aber wie wäre das jetzt eigentlich, wenn die D-Mark zurückkäme? Es könnte bald Grund zum Jubeln geben. Wir Verbraucher wären die Gewinner. Wenn der Euro geht und die starke Mark kommt, wird Deutschland zum Einkaufsparadies. Denn viele Experten erwarten, dass die neue D-Mark 50% mehr wert sein wird als der Euro. Auf gut Deutsch, alles, was in der Eurozone produziert und nach Deutschland importiert wird, kostet dann nur noch die Hälfte. Italienischer Kaffee, holländischer Käse, französische Klamotten, alles wird billiger. Dasselbe gilt auch für den Dollar.
Er fällt vermutlich um bis zu 30% gegenüber der D-Mark. Das freut vor allem Deutschlands Autofahrer. Denn Rohöl wird in Dollar gehandelt. An den Tankstellen fallen die Benzinpreise. Und auch Computer, Tablets und Smartphones aus den USA werden für uns Deutsche zu Schnäppchen. Die Ära der Ruckelrechner ist endgültig vorbei. Selbst der chinesische Yuan geht in die Knie. Größenordnung wie beim Dollar. Um bis zu 30%. Das heißt, 30% Rabatt auf alles, was aus China kommt. Deutsche Verbraucher sind also scheinbar die Gewinner, wenn die D-Mark wiederkommt. Teuro AD, Starkmark, Juhe. Das klingt auf den ersten Blick nach rosigen Zeiten für deutsche Verbraucher. Fragen wir mal nach bei Professor Marcel Fratscher. Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Guten Abend, Professor Fratscher. Ja, klingt doch ehrlich gesagt toll. Die Mark wird stark, man kann sich alles leisten. Freuen Sie sich auch schon auf die großen Einkaufstouren überall? Nein, freuen Sie mich nicht. Und ich denke, die Konsumenten und Verbraucher in Deutschland werden darunter stark leiden. Denn natürlich werden die Preise fallen. Aber was bringen Ihnen fallende Preise, wenn viele Verbraucher, viele Arbeitnehmer in Deutschland ihren Job verlieren? Weil deutsche Unternehmen nicht mehr exportieren können, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind, weil Unternehmen nicht mehr planen können für die Zukunft. Und deshalb muss man diesen fallenden Preisen die fallende steigende Arbeitslosigkeit und niedrige Einkommen gegenüberstellen. Als Gesamtes wird Deutschland deutlich schlechter dastehen. Das heißt, diese Freude über die starke Mark, die wäre sehr kurzfristig? Die würde wahrscheinlich sogar nur ein paar Monate andauern, denn wir würden ganz schnell eine ganz tiefe Krise in ganz Europa haben, auch in Südeuropa und damit auch in Deutschland. Denn Deutschland, wir hängen enorm von unseren Nachbarn ab. 40% unserer Wirtschaftsleistung exportieren wir in den Rest der Eurozone, 60% nach Europa in die EU. Und man kann sich leicht ausmalen, was ein solches Szenario auch für Deutschland bedeuten würde. Professor Fratscher, wir reden gleich nochmal weiter, wollen uns aber genau das vielleicht nochmal angucken, die Situation der deutschen Wirtschaft, und haben dazu ein ganz gutes Beispiel, das zeigt, welche Folgen ein EU-Austritt tatsächlich für die deutsche Wirtschaft hätte. Wolfsburg. Ein strahlender Tag über dem Stammwerk des Volkswagen-Konzerns, dem führenden Autohersteller Europas. Allein an diesem Standort werden pro Jahr mehr als 800.000 Autos gebaut. Von rund 50.000 Mitarbeitern. Eine deutsche Erfolgsgeschichte, die vorbei sein könnte, wenn Deutschland die Europäische Union tatsächlich verlässt. Das wäre eine Katastrophe für die Automobilindustrie, denn sie setzt die Mehrzahl ihrer Produkte im Ausland ab. Der deutsche Markt ist für die Automobilindustrie viel zu klein. Deutschland ist eine zutiefst vom internationalen Warenhandel und Austausch abhängige Volkswirtschaft. Das sieht der Volkswagen-Vorstand genauso. In der Unternehmenszentrale erörtern Außenhandelsexperten deshalb seit Wochen die möglichen Folgen eines EU-Austritts für den Konzern. Das Hauptproblem: ein deutsches Auto würde sich für Käufer im Ausland vermutlich massiv verteuern. Und dafür gibt es zwei wesentliche Gründe. Erstens die Rückkehr zur D-Mark. Die neue deutsche Mark würde zumindest kurzfristig dramatisch im Wert steigen, sagen Wirtschaftsexperten. Also vermutlich würde sehr viel Kapital erstmal da reinfließen. Jeder würde erwarten, dass eine starke Währung auf Dauer. Das heißt, die schießt nach oben. Wir rechnen in etwa mit 50%, soweit man das überhaupt voraussagen kann. Das heißt, die deutschen Autos würden sich im Ausland um 50% verteuern. Es ist zu erwarten, dass die Kunden im Ausland daraufhin dieses Auto wahrscheinlich nicht mehr oder nicht mehr so stark kaufen würden und der Export würde einbrechen. Das zweite Problem: verlässt die Bundesrepublik die Europäische Union, verlässt sie auch den Binnenmarkt, in dem die Waren aller Euro-Staaten zollfrei gehandelt werden dürfen. Mit dieser Handelsfreiheit könnte es vorbei sein, wenn das Parlament morgen für den EU-Austritt stimmt. Man kann da nicht ausschließen, dass die verbleibenden EU-Länder plötzlich Zölle auf deutsche Produkte erheben. Beispielsweise, weil die französische Autoindustrie dann ihre Industrie schützen will vor deutschen Importen. Und dann hätte sie auch die Möglichkeit, dieses zu tun. Was nur heißen kann, Volkswagen und andere stark exportabhängige Firmen würden die Preise für ihre Produkte im Ausland senken. Dafür müssten sie preiswerter produzieren.
Lohnkürzungen bei den deutschen Arbeitnehmern wären die wahrscheinliche Folge. Reicht das nicht aus, stehen radikalere Schritte an. Die Pressekonferenz von VW am Donnerstag klang da, so kurz vor der Abstimmung im Bundestag, wie eine Warnung an die Politik. Die Volkswagen AG wird es in diesem Fall in Erwägung ziehen müssen, Teile der deutschen Produktionsstätten zu verlagern. Das könnte für VW heißen, tschüss Wolfsburg, oder nur noch eine kleine Verwaltungsabteilung in Wolfsburg, vielleicht ein paar Designer in Wolfsburg, aber der ganze Produktionsstandort, der ja heute in Wolfsburg auch sehr wichtig ist, der wäre wahrscheinlich nicht mehr da. Er wäre vielleicht in Spanien, er wäre in Tschechien, er wäre vielleicht in Polen, überall dort, wo VW vielleicht schon eine Niederlassung hat. Die Arbeiter des größten südeuropäischen VW-Werkes im spanischen Pamplona wären die Gewinner einer solchen Entscheidung. Also wenn Sie das machen, wir sind vorbereitet und wollen arbeiten. Gute Autos, guter Lohn. Tut mir leid für Deutschland. Wenn ihr so wählen wollt, super. Also für euch ist das nicht gut, aber für uns. Perfekt. In Wolfsburg gestern dagegen gedrückte Stimmung bei der Belegschaft. Das sind die Folgen, ne? Von Europa. Ich glaube nicht, dass wir das hier überleben. Dankeschön. Am Abend nach der VW-Pressekonferenz ziehen Tausende von Arbeitern aus Sorge um ihren Arbeitsplatz aus dem Werk in die Wolfsburger Innenstadt. Zum ersten Mal in der Geschichte von Volkswagen. Die Mitarbeiter von Volkswagen machen sich Sorgen um ihre Arbeitsplätze. Professor Marcel Fratscher ist immer noch bei mir. Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Sind die Sorgen berechtigt? Ja, die Sorgen sind berechtigt. Viele deutsche Unternehmen würden in einem solchen Szenario das Weite suchen. Nicht nur in den Rest Europas, sondern vor allem auch in den Rest der Welt. Wir sehen bereits heute, dass die DAX 30 Unternehmen, die 30 größten deutschen Unternehmen, letztes Jahr 37.000 Jobs im Ausland geschaffen haben, aber nur 6.000 Jobs in Deutschland. Das heißt im Prinzip große, große Wirtschaftskrise in Deutschland mit massivem Verlust von Arbeitsplätzen. Das wäre die Folge, richtig? Das wäre die Folge, und ein solches Szenario würde auch andauern, denn da würde man nicht so schnell rauskommen. Wir würden wirklich auch viele, viele Jahre in ganz Europa und auch in Deutschland eine tiefe Krise erleben. Aber das heißt auf gut Deutsch, Deutschland ohne Europa ist eigentlich wirtschaftlich nur schwer denkbar im Moment. Es ist eigentlich überhaupt nicht denkbar, denn kaum eine Nation, kaum eine Volkswirtschaft ist offener, hängt stärker vom Export, von globalen Märkten, aber auch von europäischen Märkten ab als Deutschland. Und gerade Deutschland wäre eines der Länder, die am stärksten darunter leiden würden, und deshalb ist eigentlich der Euro gerade im Interesse Deutschlands. Zum Schluss noch eine Frage. Wenn der Bundestag morgen tatsächlich die Weichen Richtung Euro-Austritt stellt, was passiert denn dann eigentlich? Wie lange dauert es tatsächlich, bis es dann soweit wäre? Es müsste sehr, sehr schnell gehen. Eigentlich dürfte es wahrscheinlich nur ein Wochenende dauern. Denn die Finanzmärkte reagieren nicht in Tagen oder Wochen, sondern sie reagieren in Minuten. Wir hätten sofort massive Kapitalflucht und damit fast automatisch am nächsten Tag eine tiefe Krise, genauso wie es damals 2008 nach dem Kollaps der Lehman Brothers war. Das werden Tage werden, die unter Umständen sehr turbulent werden. Vielen Dank, Professor Marcel Fratscher, dass Sie heute bei uns waren. Tja, was wäre, wenn? Das ist ja die Frage, die wir heute stellen. Und was wäre tatsächlich, wenn morgen die Entscheidung gegen Europa fällt? Dann hätten wir alle, wir haben es gerade eben gehört, wahrscheinlich bald wieder die D-Mark im Geldbeutel. Übrigens gibt es immer noch ungefähr 12 Milliarden Mark, die in Deutschland im Umlauf sind. Und mein Kollege Markus Niehaves hat sich mal auf die Suche nach der D-Mark begeben, und er hat dabei Menschen gefunden, die zu der alten und vielleicht neuen Währung ein ganz spezielles Verhältnis haben. Wo sind sie, die Milliarden D-Mark, die noch offiziell im Umlauf sein sollen? Also Umlauf ist gut. Wahrscheinlich sind sie versteckt auf irgendwelchen Dachböden, in Kellern, in Schatztruhen oder hinter Tapeten. Unsere Mission: findet die D-Mark. Vielleicht hier. Das Ziel? Ich will Geld sehen, viel Geld, und erfahren, was die Menschen von der D-Mark halten. Schönen guten Tag. Dürfen wir Sie ganz kurz was fragen? Nee.
keine Lust. Wir sind auf der Suche nach der D-Mark. D-Mark? Ja, ich glaube, ich habe noch ein 50-Pfennig-Stück. Angelika Graf verschwindet im Schlafzimmer und wird fündig. Das sieht doch schon gut aus. Sind noch mehr 10-Pfennig-Stücke und so weiter. Wie alt die jetzt aussehen. Da ist noch eine Mark. Ah! Sie hängt nicht an unserem alten Geld. Glaubt man so mancher Umfrage, würde sich jeder zweite Deutsche aber die D-Mark zurückwünschen. Haben Sie noch D-Mark? Nee. Nein. Jetzt mal ehrlich. Nein! Es sind noch Milliarden D-Mark. Ein Pfennig habe ich noch, den also Glückspfennig, den habe ich mir aufgehoben, aber ansonsten nichts mehr. Fassen Sie mal an. Kommen alte Zeiten wieder hoch, ne? Ist besser wieder, weil fühlt sich besser an. Ist wunderbar. Ich hätte ihn gern wieder. Wir suchen D-Mark. Haben Sie noch D-Mark? Leider hier nicht, aber zu Hause ja. Herr Wallin kam vor vielen Jahren aus Kroatien nach Deutschland. Ein bekennender D-Mark-Fan. Schatzi, hier kommen ein paar Leute mit mir. Ich zeige denen unsere D-Marks. Okay? Dürfen wir reinkommen? Ja, bitteschön. Ich bin ja schon drin, gell? Haben Sie noch mehr? Warum hängen Sie altes Geld an die Wand? Wo ich nach Deutschland gekommen bin, in den 60er Jahren, war das irgendwie also eine solide Basis für alles. Und da waren Sie auch stolz drauf, dass Sie jetzt mit D-Mark zahlen durften? Richtig, genau. Das haben wir selbst gemacht. Das habe ich. Ach so. Ich habe alles berechnet, was ich brauche. Und da habe ich den Rahmen gekauft mit dem schwarzen Passepartout. Und da habe ich sie geklebt hier. Wer die D-Mark an seine Wand hängt, muss sie lieben. Wer sie auf dem Speicher im Gerümpel suchen muss, nicht. Aha. Frau Schäfer auf dem Weg zum Speicher. Ja. Ist es denn viel? Was glauben Sie denn? Finden wir da jetzt einen Schatz? Ich hab ihn. Sie haben hier D-Mark in einem wunderschönen Kunstrahmen, aber auf dem Dachboden. Warum denn das? Irgendwo muss ich das ja lagern. Also aufhängen möchte ich es mir jetzt nicht. Aber ich wollte es halt gerne mal später meinem Kind zeigen, weil er kennt nur den Euro. Er ist jetzt 5. Und ja, ich finde es halt schon wichtig auch, dass er halt weiß, es gab halt mal eine D-Mark und da gab es halt mal eine Veränderung. Ja, sagen Sie mal. Wo waren die Münzen? Im Keller. In einer Dose. Ehrlich? Ja. Auf Verwahrer, steh auf. Warum? Weil ich die D-Mark sowieso lieber hatte als den Euro. Für mich war sie gerechter. Ja. Die D-Mark. Und eine feste Währung. Ja, das höre ich immer wieder. Die D-Mark ist beliebt. Haben Sie noch D-Mark zu Hause? Ja. Sollen wir die Schuhe ausziehen? Nein, nein, das geht ja nicht. Das geht so, wunderbar. Also hier müsste er eigentlich drin sein. Oh, der ist ja... Der ist unbenutzt. Der ist ja gebügelt. Nein, der ist so ganz unbenutzt. Der ist nie benutzt worden. Sie haben irgendwie Strahlen in den Augen. Ja, wissen Sie, das ist ein Erbstück von meinem Schwiegervater, der hat den mir in den 70er Jahren geschenkt und ich habe den immer so verwahrt. Mir hat Geld eigentlich nie was bedeutet. Ist eigentlich nur ein Stück Papier, ne? Und was war das Wichtigste? Meine Familie. Und wenn ich ihn sah, wir sind noch nie in Urlaub gefahren, aber ich habe eine ganz fantastische Familie. Sind noch nie im Urlaub gewesen? Nein, braucht man doch nicht. Was nutzt mich, wenn ich 14 Tage irgendwohin fliege, mich in die Sonne lege, ja, und meine, ich würde mich entspannen, komm nach Hause und hab dafür 11 Monate lang Stress. Ja. So manch Lebensweisheit und ziemlich viel D-Mark habe ich aufgespürt. Mission erfüllt, würde ich sagen. Tatsächlich, die D-Mark liegt auf Dachböden, in Kellern und hängt im Bilderrahmen an der Wand. Sie gibt es also noch und ist bei den meisten Menschen in bester Erinnerung. Es ist 11:55 Uhr. Morgen um diese Zeit ist entschieden. Da drüben im Bundestag, die Abgeordneten müssen darüber entscheiden, ob Deutschland in der EU bleibt und den Euro behält oder eben nicht. Das Land
ist in Aufruhr und es gibt viele Menschen, die sich Sorgen vor einem Austritt machen. Zum Beispiel die Rentner. Sie fürchten um ihr Erspartes und gehen jetzt auf die Straße. Der letzte Schliff für das Demo-Plakat. Wir sind bei Hermann Vogtlandner, 63 Jahre alt. Der Rentner geht heute demonstrieren. Wieder einmal. Ich habe mir nie vorgestellt, demonstrieren zu müssen. Aber hier geht es um die Existenzgrundlage. Und ich kann nicht auf dem Sofa sitzen und warten, bis das man mir alles wegnimmt. Viel haben sich Deutschlands Rentner in den letzten Wochen anhören müssen. Die Zeitungen sind voller Schreckensszenarien. Auch im Fernsehen wird nur noch über arme Rentner diskutiert. Gibt es eigentlich einen Ausweg? Hermann Vogtlandner hat Angst um seine Rente. Dabei hat er genau das gemacht, was ihm die Politik geraten hat. Einen Teil seines Einkommens hat er nicht ausgegeben, sondern in private Rentenverträge gesteckt. Spät erst ist er Vater geworden, muss seinen Sohn, der noch studiert, finanziell unterstützen. Auch die Wohnung ist noch nicht abbezahlt. Auf seine private Zusatzrente ist er dringend angewiesen. Doch die könnte sich förmlich in Luft auflösen, wenn der Bundestag morgen den Weg freimacht für einen Austritt aus dem Euro und der EU. Da haben wir das ganze Leben lang das getan, was die feinen Herren Politiker einem empfohlen haben. Und dann wird man so übers Ohr gehauen. Das ist Betrug. Tausende sind es, die heute auf die Straße gehen. Droht ihnen wirklich Altersarmut? Fernab von den Protesthochburgen erhoffen wir uns Antworten. An der Hochschule Koblenz arbeitet Stefan Sell, ein renommierter Rentenforscher. Was kommt auf Rentner wirklich zu, wenn Deutschland aus dem Euro und der EU austritt? Ganz hart getroffen werden die Rentner, die kapitalgedeckt vorgesorgt haben. Warum? Weil ein großer Teil des Vermögens, der Versicherungen, der Pensionsfonds ist im Euro angelegt. Und die müssen ja jetzt umgerechnet werden in die neue D-Mark. Die neue D-Mark wird aufwerten, der Euro wird abwerten. Und das sind dann entsprechend große Verluste. Im Klartext, private Rentenverträge sind in Euro abgeschlossen. Kommt die Mark zurück, muss monatlich umgerechnet werden. Ist die Rente am Stichtag zum Beispiel noch 1.200 Mark wert, können es schon nach wenigen Monaten nur noch 600 Mark sein. Wir bitten den Professor um eine genaue Prognose. Mit wie viel Geld kann Hermann Vogtlandner bei einem Euro-Austritt noch rechnen? Vogtlandner erhält 1.400 Euro staatliche Rente. Dazu kommen 500 Euro aus einem privaten Rentenfonds und 400 Euro Riester-Rente. Unter dem Strich sind das 2.300 Euro und damit 60% aus der gesetzlichen, 40% aus privater Altersvorsorge. So hat sich das die Politik vorgestellt. Aber man muss es nochmal in aller Deutlichkeit sagen, betroffen von dieser Entwicklung sind die Privatrenten. Mit wie viel kann Hermann Vogtlandner noch rechnen? In einer konservativen, also vorsichtigen Abschätzung kommen wir auf einen Wertverlust von einem guten Drittel des angelegten Kapitals. In einem extremeren Szenario liegen wir weit über der Hälfte Wertverlust. Für Hermann Vogtlandner hieße das, jeden Monat hat er weniger Geld zur Verfügung. Doch nicht nur Rentner wie er werden unter einem Euro-Austritt leiden, so die Prognose des Professors. Ein Teil der Rentner wird unter eine Schwelle fallen, die dazu führt, dass es aufstockend Leistungen geben muss seitens des Staates. Das heißt, alle Steuerzahler müssen zumindest einen Teil der Rechnung, die jetzt hier dann folgt, bezahlen. Wir fahren noch einmal zu Hermann Vogtlandner. Dass seine private Rente so viel Geld verlieren würde, macht ihn wütend und noch entschlossener. Warten Sie ab, in ein paar Wochen, und denken Sie an meine Worte, brennen bei uns die Reifen. Hermann Vogtlandner glaubt an einen Aufstand der Rentner. Das werde sich niemand gefallen lassen, sagt er uns zum Abschied. Wütende Rentner, private Rentenverträge, die kaum noch was wert sind. Wir wollen den Mann treffen, der all das schon vor über 20 Jahren vorausgesehen hat. So mitschreiben, die Rente ist sicher. Allerdings meinte Norbert Blüm mit sicher nur die gesetzliche Rente. Lange wurde er dafür belächelt. Seine politischen Erben setzten auf private Altersvorsorge. Millionen Rentner müssen das jetzt vielleicht teuer bezahlen. Der Leidtragende werden diejenigen sein, die ihre Alterssicherheit
auf Kapitaldeckung gesetzt haben. Die Rente, die auf Arbeit basiert, die an den Lohn angekoppelt ist, ist immer sicherer als alle Renten, die dem weltweiten Spekulationsgewerbe zum Fraß vorgeworfen werden. Norbert Blüm weiß genau, wie er abstimmen würde, wäre er noch Abgeordneter. Ich ganz klar für den Euro. Und zwar nicht nur aus rentenpolitischen Gründen, sondern der europäischen Einheit wegen. Und das steht morgen auf dem Spiel. Dass seine politischen Erben dieses Mal auf ihn hören werden, das aber glaubt selbst Norbert Blüm nicht. Also auch erfahrene Politiker glauben, dass morgen in Berlin eine Entscheidung fällt gegen Europa. Fragen wir nochmal nach bei Udo van Kampen, langjähriger ZDF-Brüssel-Korrespondent, der heute Abend bei uns ist. Guten Abend, Udo van Kampen. Hallo, guten Abend. Ja, was denkt denn Brüssel eigentlich im Moment, wenn man auf Berlin guckt? Also für Brüssel ist praktisch Weltuntergangsstimmung. Das wäre der Super-GAU, wenn eben Deutschland ausscheiden würde. Da sitzen Tausende von Beamten in der EU-Kommission, auch im Europäischen Rat. Die sitzen schon auf gepackten Koffern. Und als Zweites natürlich auch im Europaparlament. Die über 90 deutschen Abgeordneten würden ihren Sitz verlieren. Deutschland hätte also politisch keine Stimme mehr eben in Europa. Und dann ist das Zweite, dass doch die Befürchtungen sehr, sehr groß ist in Brüssel. Kommt jetzt wieder Deutschland in der Mitte Europa? Kommt jetzt wieder der Nationalismus, wo in der Vergangenheit so schreckliche Erfahrungen gemacht haben, unsere Nachbarn mit den Deutschen, kommt das wieder zurück? Das sind die Unsicherheiten riesengroß. Wie sieht es denn wirtschaftlich aus, wenn man sich die Länder anguckt? Wie sehr hängen die denn von Deutschland ab? Was wären die Folgen? Also Deutschland war ja mit Frankreich immer die Konjunkturlokomotive. Und Deutschland war es auch, die eben Europa aus der tiefen Krise, aus der Eurokrise, aus der Rezession herausgeführt hat. Diese Funktion, die wäre nicht mehr erfüllt. Also es wäre wirtschaftlich gesehen, wäre also Europa ohne das große Zugpferd. Und das ist kaum vorstellbar, dass sich da Europa, das Rest Europa davon erholen würde. Ich würde voraussagen, dass Europa zerfällt in Einzelstaaten und das heißt wirtschaftlich wie politisch in die Bedeutungslosigkeit. Also dramatische Folgen tatsächlich. Udo van Kampen, wir reden gleich noch mal weiter. Ich würde aber ganz gern auf ein Land gucken, über das auch oft diskutiert wird in diesem Zusammenhang. Die Schweiz, ein kleines Land in der Mitte Europas und ganz ohne EU. Liebe Deutsche, seht es mal aus einer anderen, aus unserer Perspektive, mit mehr Weitsicht. Wir sind wie ihr eine große Exportnation, liefern Qualität in alle Welt. Ricola, Swatch-Uhr, Runderlind, Goldhase, Caro Café, Roger Federer und Heidi. Schweizer Taschenmesser, Maggi, Uhren von Rolex und Breitling und Lange, Schappenzeller, Jura, Kaffeemaschine und Toblerone, die Milka-Kuh. Wie ihr Deutsche sind wir mitten in Europa und doch sind wir nicht in der EU. Und zahlen auch nicht mit dem Euro. Wir lieben unseren Schweizer Franken. Er ist stabil und überall in der Welt gefragt, so wie einst eure D-Mark. Und schadet es uns? Keineswegs. Bei uns gibt es Jobs ohne Ende. Und gerade einmal 3,5% Arbeitslose, dreimal weniger als bei euch in der EU. Und leisten können wir uns auch so einiges. Bei uns ist die Kaufkraft 50% höher als bei euch. Und ey, falls ihr es immer noch nicht kapiert habt, unsere Demokratie ist älter als eure und die Alten bei uns höher als bei euch. Und das ganz ohne EU und Euro. Denkt mal darüber nach. Das könntet ihr auch haben. Tja, ein Zwischenruf aus der Schweiz sozusagen, macht's doch so wie wir. Wäre das eine vorstellbare Variante? Also überhaupt keine Variante wäre, dass man kann, weiß Gott nicht, die kleine Schweiz mit der Bundesrepublik Deutschland vergleichen. Und man muss auch sagen, die Schweiz hat ja jahrzehntelang profitiert, dass sie das Bankgeheimnis hatten, dass eben viel Schwarzgeld in die Schweiz gelaufen sind. Das hat sie so etwas autonom gemacht. Das ist jetzt auch gefallen, das Bankgeheimnis. Und ich glaube auch, dass die Nachbarn, wenn Deutschland wirklich austreten würde, dann würden die Nachbarn nicht die Vorteile weiter, den freien Binnenmarkt, eben den freien Kapitalverkehr, den freien Verkehr von Personen über die Grenzen so einfach zulassen. Also rausgehen und alle Vorteile weiter von der EU eben in Anspruch nehmen, das würden die anderen nicht mitmachen. Da wären die Erschütterungen viel zu groß. Wenn denn tatsächlich morgen die Entscheidung fallen würde für Europa, dann wäre bei vielen in Deutschland, glaube ich, die Angst groß davor, dass Deutschland eine Art Zahlmeister wird für die armen Staaten in Europa. Wäre das nicht am Ende auch eine schlechte Variante für Deutschland?
Deutschland hat viel bezahlt für Europa, weil sie eben auch die größten Profiteure sind. Und Solidarität ist ein wichtiges Wort. Wenn man Europa zusammenhalten will, dann braucht man Solidarität, dass jeder für den anderen einsteht. Das ist ganz, ganz entscheidend. Denn wenn man sich auf unsere Exportindustrie, auf unseren Maschinenbau, auf die Automobilindustrie schaut, das sind eben die Deutschen, die großen Profiteure, Weltmarktführer in vielen Bereichen. Sie sichern Tausende von Arbeitsplätzen. Deutschland ist so gut wie kein anderes Land durch die Wirtschaftskrise gekommen. Und deswegen glaube ich, wird es eben sehr, sehr schwierig werden, wenn eben andere politische Konstellationen jetzt Wirklichkeit werden würden, was wir alle nicht hoffen. Wir werden sehen. Morgen um die Zeit sind wir schlau. Udo van Kampen, vielen Dank für diese Einschätzung. Tja, wenn man sich der Frage widmet, was wäre wenn, dann muss man auch etwas angucken, an das viele erstmal nicht denken, nämlich an die deutsche Grenze. Die müsste im Falle eines Austritts aus der EU ganz anders bewacht werden als bisher. Die Außengrenzen der EU. Hier wird kontrolliert, wer einreisen darf und wer nicht. Deutschland profitiert von dieser Offenheit, denn an den deutschen Grenzen sind dadurch weniger Kontrollen nötig. Doch was geschieht, wenn sich das ändern würde? Würde Deutschland die EU verlassen, würden auch die gemeinsamen Grenzregelungen mit den anderen EU-Ländern aufgehoben werden. Deutschland müsste dann 3.750 Kilometer Grenze kontrollieren. Die deutschen Grenzen wären wieder Außengrenzen. Könnten wir das überhaupt leisten? Wir treffen Jörg Radek, den Vorsitzenden der Bundespolizeigewerkschaft. Er kennt die Probleme der Beamten und die Hintergründe, die zu der aktuellen Situation an unseren Grenzen geführt haben. Wir haben das als sehr angenehm empfunden, dass die Grenzen seit 1989 gefallen sind, dass Europa zusammengewachsen ist. Und die Bundespolizei hat die Aufgabe, die Freizügigkeit zu organisieren. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist aber, dass man politisch den Gedankenfehler gemacht hat, die Bundespolizei abzubauen. Aktuell wird an den deutschen Grenzen nur stichprobenartig kontrolliert. Wäre Deutschland nicht mehr in der EU, wären, wie früher, flächendeckende Grenzkontrollen nötig. Grenzposten müssten wieder besetzt werden. Der personelle und finanzielle Aufwand wäre immens. Deutsche Grenzen als Außengrenzen für die EU bedeutet, dass der Migrationsdruck unvermindert anhält. Er würde steigen und er würde auf einen Personalkörper der Bundespolizei treffen, der jetzt schon, auch bei offenen Grenzen, völlig überlastet ist. Und das hieße, dass wir diese Aufgabe erst recht nicht bewältigen können. Doch was wäre notwendig, damit diese Aufgabe zu bewältigen ist? Wie ließe sich die Sicherheit an unseren Grenzen aufrechterhalten? In Berlin, das Bundesinnenministerium muss dann klar und deutlich sagen, wir brauchen bei solch einem Szenario mehr Personal. Und der Bundesfinanzminister seinerseits muss sagen, Stopp, Stellenabbau, mehr Personal für diese Aufgaben und eine bessere Infrastruktur. Allein für die Landesgrenzen wären ca. 12.000 zusätzliche Beamte nötig. Kosten in Millionenhöhe. Personal, das Deutschland im Moment gar nicht hat. Wir sind hier mitten in der Innenstadt von Berlin an einem herrlichen Strand. Aber irgendwie ist es doch nicht das, was sich die meisten so unter Urlaub vorstellen. Da will man ja wegfahren und das ging bisher auch relativ problemlos mit EU-Pass und Euro im Geldbeutel. Das könnte sich aber ändern. Ein Ausstieg aus der Eurozone hätte für den deutschen Urlauber gravierende Folgen. So lassen wir uns die schönste Zeit des Jahres gefallen. Urlaub am Meer in Griechenland, Spanien oder Italien. Und mit einer starken D-Mark könnten wir dort auch noch billig einkaufen. Was für ein herrlicher Traum. Noch ist es nicht so weit. Aber was würde sich ändern, wenn Deutschland die EU verlassen würde? Ein Flughafen in Deutschland. Mit einem Last-Minute-Angebot geht es für wenig Geld in den Süden. Ohne Euro könnte es vorbei sein mit dem billigen Fliegen. Billigflieger würden sich wahrscheinlich aus Deutschland zurückziehen. Die Flughafengebühren wären durch die starke D-Mark einfach zu hoch. Es wäre dann fast wieder wie früher, als Flugreisen noch Luxus waren. Würde Deutschland morgen aus der EU austreten, gäbe es keine Euro-Schnäppchen mehr. Heute ist es so, dass wir nur noch im außereuropäischen Ausland Geld wechseln müssen. In den beliebtesten Reiseländern der EU zahlen wir bequem mit dem Euro. Im Falle einer Rückkehr zur D-Mark müsste wieder gewechselt und umgerechnet werden. Niemand hat das vermisst.
Auch hier kommen Bilder aus vergangenen Tagen wieder hoch. Die D-Mark musste bei jeder Reise in alle erdenklichen Währungen gewechselt werden. Lange Warteschlangen, Grübeln über Wechselkurse. Keine angenehme Erinnerung. Warum soll ich jetzt wieder mit Tausenden von Fremdwährungen durch die Gegend fliegen? Das ist ja ein Rückfall ins Mittelalter. Es war schrecklich. Man kam an, musste zur Wechselstube, zur Bank, zum Bankautomaten und versuchen, möglichst günstig Geld umzutauschen. Es war anstrengend und man musste überlegen, stimmt das jetzt mit der Währung, stimmt es nicht. Das müssen also alles Dinge, die ich nicht gerne wiederhaben möchte. So schön die Mark war. Heute checkt man das Gepäck am Schalter ein, dann noch durch die Sicherheitskontrolle und das ist schon alles. Wäre Deutschland nicht mehr in der EU, würde sich das dramatisch ändern. Dann würde eine Reise ins EU-Ausland ganz ähnlich ablaufen wie früher. Passkontrolle, Gepäckkontrolle, Zoll. Lange Schlangen vor den Schaltern, unangenehmes Durchwühlen der Koffer. Kann ich mich nur gut dran erinnern. Hat an den Grenzen, ob das nun Dänemark, Holland war oder was, je nachdem, wenn die Kontrolle gemacht haben in so einem Reisebus, war eine gute Stunde rum. Umständlich Kontrolle, wieder irgendwo anstehen, das ist ja damit immer verbunden. Ja, das ist einfach umständlicher. Also ich meine, wir waren jetzt in der Türkei, da war das also auch so, dass wir da 500 Mal den Ausweis rausholen mussten, bis wir durch waren. Ja, ist natürlich alles viel aufwendiger, klar. Das ist doch Schikane, wenn auf einmal alles durchsucht wird nach irgendeiner Flasche Schnaps, die da mehr drin ist oder einer Zigarette. Ja, Gott, stolz. Eine unkomplizierte Reise nach Italien ohne lange Schlangen. Das ist nur in der EU zu haben. Vielleicht machen wir alle bald nur noch Urlaub in Deutschland, weil es so schön einfach ist. Das war unsere Sonderausgabe von Wieso aus Berlin. Morgen entscheidet der Bundestag über die Zukunft Deutschlands. Und vieles spricht dafür, dass die Abgeordneten sich gegen die EU entscheiden. Dann wäre der Euro gescheitert und wahrscheinlich auch Europa. Über die Folgen haben wir heute Abend berichtet. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend hier im ZDF. Was wäre, wenn Deutschland den Euro und die EU verlassen würde? Diese Sondersendung spielte die möglichen Konsequenzen einer solchen Entscheidung durch. Die Ereignisse und Handlungen sind frei erfunden.